So, und damit kämen wir jetzt zu Tagesordnungspunkt 1. Das ist die Fragestunde. Und ich darf zunächst die Frage 784 aufrufen und darf Herrn Abgeordneten Püssen das Wort geben. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich frage die Landesregierung, wie hoch ist nach Ihrer Meinung das mögliche Betrugsvolumen bei abgerechneten, aber nicht durchgeführten Corona-Schnelltests? Vielen Dank. Ich darf Herrn Staatsminister Klose das Wort erteilen. Herr Abgeordneter, der Landesregierung liegen keine plausiblen Anhaltspunkte vor, die uns erlauben würden, eine solche Schätzung zu treffen. Herr Pürsün, ist das noch eine Wortmeldung? Dann würde ich Sie bitten, den Knopf immer zu drücken. Genau. Herr Pürsün, Sie haben das Wort. Es gibt eine Nachfrage. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Liegen diese Informationen niemandem vor, sodass Sie sie auch nicht erlangen könnten, oder liegen sie nur Ihnen nicht vor? Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Gefragt war ja die Landesregierung, und der Landesregierung liegen sie nicht vor. Das ist auch logisch, denn eine Überprüfung im Nachhinein kann ja schwerlich feststellen, ob ein Test, der zur Abrechnung vorgelegt worden ist, tatsächlich stattgefunden hat oder nicht. Es gibt noch eine weitere Frage. Herr Abgeordneter Pürsün, Sie haben erneut das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Staatsminister, halten Sie dieses Problem nicht für so wichtig genug, dass auch Sie als Staatsminister für Gesundheit sich da stärker drum kümmern sollten? Denn letztendlich fehlen doch dann diese Mittel in der Gesundheitsversorgung der Menschen auch im Lande Hessen. Und Sie müssen sich ja auch eine Position bilden zu der Frage der Corona-Schnelltests. Und wo man einen Betrug feststellt, sollte man doch auch sich um die Regeln kümmern, dass die sich nicht wiederholen können. Herr Staatsminister. Herr Pürsün, die Testverordnung ist ja eine Sache der Bundesregierung. Die Bundesregierung hat sie erlassen. Die Bundesregierung ist auch in der Verantwortung, die entsprechende Einhaltung zu kontrollieren. Die Landesregierung jedenfalls hat keinerlei Anhaltspunkte und keinerlei Daten, die ihr erlauben würden, dazu auch nur eine Schätzung vorzunehmen. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen vor. Damit komme ich zur Frage 785 und darf erneut den Abgeordneten Pürsün das Wort erteilen. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich frage die Landesregierung, wie viel Zeit nahm sich der Innenminister jeweils für die Genehmigung des Haushaltes der Stadt Frankfurt in seiner Amtszeit? Vielen Dank. Herr Staatsminister Beuth, Sie haben das Wort. Herr Abgeordneter Pürsün, die Genehmigung des Haushalts der Stadt Frankfurt am Main ist angesichts des Haushaltsvolumens der Stadt und der Vielzahl der zu prüfenden Unterlagen ein komplexer Prozess. Regelmäßig ist deshalb für die Genehmigung der genehmigungspflichtigen Teile des Haushalts ein Zeitraum von mehreren Monaten erforderlich. Dabei ist insbesondere auch zu berücksichtigen, dass für die Erteilung der Genehmigung häufig weitere Unterlagen bei der Stadt angefordert sowie notwendige Auskünfte eingeholt werden mussten. Das Anfordern von entscheidungsrelevanten Auskünften und Unterlagen unterbricht jeweils die in § 143 Absatz 1 Satz 2 der Hessischen Gemeindeordnung bestimmte Frist von 3 Monaten, nach der eine beantragte Genehmigung als erteilt gilt. Eine Genehmigung des Haushalts durch das Eintreten der Genehmigungsfiktion nach Ablauf der 3-Monatsfrist hat im Übrigen bislang nicht stattgefunden. Es gibt keine. Doch, Herr Pürsün, wir üben es noch. Okay, Herr Abgeordneter Pürsün, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Hier ist gerade so viel Unruhe angesichts der Fragen, dass ich den Herrn Minister gerne noch mal Folgendes fragen wollte. Die 3-Monats-Genehmigungsfiktion, wird die verlängert, wenn Sie Rückfragen an die Gemeinde haben, oder gilt die ab dem Zeitpunkt, wo Ihnen der Haushalt vorgelegt wurde? Herr Staatsminister Beuth hat das Wort. Ja, danke schön. Ich hatte gerade berichtet, dass nach 143 Absatz 1 Satz 2 der Hessischen Gemeindeordnung diese Frist bei Anfordern entscheidungsrelevanter Auskünfte und Unterlagen sozusagen unterbrochen wird. Im Übrigen haben wir, weil Sie auf die Zeit sozusagen meiner Amtsführung gefragt haben, von 2014 bis 2022 eine Genehmigungserteilung innerhalb von rund 84 Tagen im Durchschnitt hinbekommen. Vielen Dank. Ich sehe keine weiteren Nachfragen. Damit rufe ich auf Frage 786 und darf der Abgeordneten Böhm das Wort erteilen.
Danke sehr, Frau Präsidentin. Ich frage die Landesregierung, wie lange ist der Sommer 2022 in Hessen, wenn der für den diesjährigen Sommer angekündigte dritte Landessozialbericht auch im November 2022 noch nicht vorgelegt wurde? Vielen Dank. Das Wort hat der Staatsminister Klose. Verehrte Frau Abgeordnete, die Dauer des Sommers in Hessen unterscheidet sich grundsätzlich nicht von der Dauer des Sommers auf der Nordhalbkugel der Erde und damit auch in anderen Bundesländern. Astronomisch beginnt der Sommer mit der Sommersonnenwende, also dem Zeitpunkt, zu dem die Sonne senkrecht über dem Wendekreis der eigenen Erdhälfte steht und die Tage am längsten sind. Meteorologisch ordnet man dem Nordsommer die Monate Juni, Juli und August zu. Phänologisch kann der Sommerbeginn allerdings gerade auch aufgrund der zunehmenden Erdüberhitzung davon erheblich abweichen und wird auch durch Großwetterlagen und viele regionale Faktoren beeinflusst. Die Vorlage von Dokumenten durch die Landesregierung hingegen orientiert sich grundsätzlich weder an den astronomischen noch meteorologischen oder gar phänologischen Jahreszeiten, sondern während des gesamten Jahres an unserer gleichbleibend hohen Qualität. Entsprechend wurde der dritte Landessozialbericht gemeinsam mit den VertreterInnen der Wissenschaft und Mitgliedern des Beirats im Rahmen einer Pressekonferenz am gestrigen Tage veröffentlicht. Vielen Dank. Ich sehe eine weitere Nachfrage bei der Fragestellerin. Frau Böhm, Sie haben das Wort. Ja, danke schön für Ihre Wetterprognosen, die wir aber gerne hätten in Richtung dessen, wann wird das denn mit der Armut in Hessen weniger? Das wäre die entscheidende Prognose, die wir von Ihnen erwarten in diesem Landessozialbericht. Und da kommt meine Frage, wie erklären Sie, dass die Armutsquote in Hessen in 5 Jahren um 3%, das sind ungefähr 180.000 Menschen, gewachsen ist und Hessen damit den Platz 11 von allen Bundesländern einnimmt? Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Frau Abgeordnete, die Wissenschaftliche ExpertInnenkommission, der Beirat und ich haben für unter anderem diese Frage gestern 1,5 Stunden eine Pressekonferenz durchgeführt. An der hat auch Ihr Mitarbeiter teilgenommen. Dort wurde dieses Thema ausführlich seitens der Wissenschaft erörtert. Auf diese möchte ich verweisen. Vielen Dank. Es gibt eine erneute Nachfrage. Frau Abgeordnete Böhm, Sie haben das Wort. Ja, so viel zur Qualität. Ich hätte noch eine weitere Nachfrage. Sie haben ja in Ihrem Bericht festgestellt, dass gerade bei Alleinerziehenden die Problematik von bezahlbarem Wohnraum sehr hoch ist, dass es Alleinerziehende gibt, die 50% ihres Einkommens für eine Wohnung ausgeben müssen. Welche Konsequenzen ziehen Sie denn aus dieser Erkenntnis und welche Perspektive gibt es denn, dass es in Hessen auch endlich flächendeckende Wohnraumsicherungsstellen gibt, um diesen Menschen zu helfen? Danke. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Sie haben das Wort. Frau Abgeordnete, es hatte gute Gründe und es war sehr richtig, dass insbesondere die Situation von Alleinerziehenden in den Mittelpunkt dieses Landessozialberichts gestellt wurde. Es finden sich dazu ja auch zahlreiche Analysen und Daten. Im Übrigen hat die Landesregierung die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum in den letzten Jahren massiv vorangetrieben. Wir befinden uns ja im ersten Jahr, in dem es wieder mehr Sozialwohnungen gibt, als es im Vorjahr der Fall war. Insofern können Sie sehen, dass die Anstrengungen, die wir da ergreifen, auch Früchte tragen. Vielen Dank. Dann kommen wir zur Frage 787 und ich darf erneut Frau Abgeordnete Böhm das Wort erteilen. Ja, danke sehr, Frau Präsidentin. Ich frage die Landesregierung, in welchen Landkreisen, also hessischen Landkreisen, wurde bereits ein Krisendienst bei psychischen Krisen etabliert? Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Frau Abgeordnete der Landesregierung, sind folgende etablierte psychiatrische Krisenhilfeangebote in Hessen bekannt? In der Stadt Darmstadt und im Landkreis Darmstadt-Dieburg bietet der Verein Psychiatrischer Notdienst e.V. seit 2002 ein Krisentelefon an. In Frankfurt wird seit 1994 das Telefon des psychosozialen Krisendienstes über die Bürgerhilfe Sozialpsychiatrie angeboten. Der Schwalm-Eder-Kreis stellt zur Krisenintervention die telefonische Erreichbarkeit des sozialpsychiatrischen Dienstes sicher.
Niedrigschwellige Anlaufstellen zur Krisenintervention werden mit dem Café Nachtlicht im Landkreis Gießen sowie dem Sonntagstreff im Landil-Kreis angeboten. Vielen Dank. Es gibt eine Nachfrage von Frau Böhm. Danke sehr, Frau Präsidentin. Danke für die Antworten. Ist dann bei diesen Krisendiensten, die Sie ja mitgeteilt haben, weitgehend telefonisch stattfinden, denn tatsächlich gewährleistet, dass Sie 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche zur Verfügung stehen? Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Frau Abgeordnete, die Erreichbarkeit der einzelnen Standorte unterscheidet sich. Beim zuerst genannten Krisentelefon der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg ist die Erreichbarkeit freitags an Wochenenden und an Feiertagen gegeben. In Frankfurt ist die Erreichbarkeit wochentags außerhalb der üblichen Geschäftszeiten sowie Wochenends und Feiertags gegeben. Im Schwalm-Eder-Kreis abends an Wochenenden und Feiertagen. Vielen Dank. Es gibt eine erneute Nachfrage von Frau Böhm. Ja, danke schön für die Antworten. Inwiefern, wie werden diese Krisendienste finanziert? Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Die einzelne Finanzierung der unterschiedlichen Krisendienste kann ich Ihnen jetzt nicht vorlegen, Frau Böhm. Ich kann Ihnen aber sagen, das hatten wir, glaube ich, ja auch im Ausschuss schon mal besprochen, dass wir vorhaben, eine landesweite telefonische Hotline zu etablieren, damit wir auch weiterkommen, was die Einführung hessenweiter psychiatrischer Krisenhilfen angeht. Da dieses Verfahren bereiten wir im Moment vor und machen das auch in enger Abstimmung mit den Kommunen. Vielen Dank. Es gibt noch eine weitere Nachfrage von Frau Dr. Sommer. Ja, vielen Dank, Herr Minister, für Ihre Antworten. Sie haben jetzt schon die halbe Antwort vorweggenommen. Sie haben gerade berichtet, es soll eine landesweite Hotline geben. Ist die dann tatsächlich zu Unzeiten, sage ich mal in Anführungsstrichen, also wenn andere psychiatrische Einrichtungen nicht unbedingt erreichbar sind, tatsächlich flächendeckend erreichbar? Also ist das geplant, dass dann tatsächlich die Öffnungszeiten durchgängig vorhanden sind, damit man Menschen in der Krise helfen kann? Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Frau Dr. Sommer, wie genau die Geschäftszeiten sein werden, kann ich im Moment noch nicht sagen. Aber natürlich planen wir eine möglichst großzügige Abdeckung der Zeiten. Sie haben aber an den Öffnungszeiten, in Anführungszeichen der Hotlines, die ich ja genannt habe, gemerkt, dass sie sich weitgehend auch auf Abend- und Nachtstunden und auf die Wochenenden konzentrieren. Das macht aufgrund der speziellen Problemlage sicherlich auch Sinn. Und das ist sicher dann auch mindestens der Beginn. Und eine abschließende Nachfrage noch von der Abgeordneten Sömnis. Sie haben das Wort. Danke sehr, Frau Präsidentin. Ich hätte noch eine Frage bezüglich, gibt es im Rahmen der die überwiegend ja telefonisch sind, der Krisenhilfe, im Rahmen dieser auch aufsuchende Krisenhilfe angeschlossen an diese Hotlines? Herr Staatsminister. Das kann ich Ihnen, verehrte Frau Sönmez, jetzt anhand dessen, was gefragt war, nicht sagen. Die Krisenhilfen, die mir hier notiert wurden, beziehen sich primär auf Telefonseelsorge, allerdings inklusive Kriseninterventionskenntnisse. Kann ich Ihnen versuchen nachzureichen. Wir kommen zur Frage 788 und ich darf der Frau Abgeordneten Heimer das Wort erteilen. Frau Heimer, drücken Sie gerade. Ja, danke schön. Danke, Frau Präsidentin. Meine Frage. Wann werden Clearingstellen und anonymer Krankenschein für Menschen ohne ausreichende Krankenversicherung eingerichtet? Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Frau Abgeordnete, in Hessen gibt es ja bereits 2 Clearingstellen, eine seit Dezember 2020 als Pilotprojekt bei der Stadt Frankfurt am Main und die zweite in Wiesbaden, betrieben vom Diakonischen Werk in Kooperation mit der Stadt Wiesbaden.
Wir stehen im Austausch mit diesen Clearingstellen und möchten die wertvolle Arbeit der Menschen vor Ort unterstützen. Deshalb sprechen wir mit den Verantwortlichen der Städte Frankfurt am Main und Wiesbaden zurzeit darüber, wie eine finanzielle Unterstützung aussehen kann. Das Ziel ist, die Tätigkeit der Clearingstellen aufrechtzuerhalten und gegebenenfalls auch auszubauen. Vielen Dank. Es gibt eine Nachfrage der Abgeordneten Böhm. Ja, danke sehr, Frau Präsidentin. Danke für die Antwort. Heißt das, Herr Minister, dass es in Hessen keinen anonymen Krankenschein geben wird? Herr Staatsminister Klose. Frau Abgeordnete, auch diese Diskussion haben wir ja im Ausschuss kürzlich geführt. Sie wissen, dass im Haushaltsentwurf 2023/24 Gelder für die anonyme Krankenbehandlung vorgesehen sind und dass wir sie vorrangig dafür verwenden wollen, die Arbeit der Clearingstellen auszubauen und aufrechtzuerhalten. Es gibt eine Nachfrage erneut von Frau Abgeordnete Böhm. Ja, danke schön. Meine zweite Nachfrage ist, heißt das, dass es auch keinen Behandlungsfonds geben wird? Oder wenn ja, falls es ihn gibt, in welcher Höhe wird er stattfinden? Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Frau Böhm, auch das hatten wir diskutiert. Ich sage es gerne noch einmal. Die vorgesehenen Mittel würden ja bei weitem nicht ausreichen, um einen solchen Behandlungsfonds zum jetzigen Zeitpunkt zu finanzieren. Deshalb konzentrieren wir uns auf die Stabilisierung und den Ausbau der Clearingstellen. Herr Pürsün, leider sind wir am Ende der zulässigen Fragen. Deswegen kommen wir jetzt zur nächsten Frage. Das ist die Frage 789 von der Frau Abgeordneten Heimer. Ach so, Entschuldigung, die Fragestellerin, die hätte noch. Okay, dann kommen Sie noch dran. Genau. Aber Herr Pürsün, Sie haben leider das Nachsehen. Aber Frau Heimer, Sie haben noch mal zu der Frage dann natürlich die Nachfragemöglichkeit. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Sie haben ja nun berichtet, dass in Frankfurt und in Wiesbaden diese Clearingstellen eingerichtet sind. Denken Sie nicht, dass wir in Mittel- und Nordhessen da auch einen Bedarf haben? Und warum ist das nicht vorgesehen? Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Frau Abgeordnete, ich habe nicht gesagt, dass es nicht vorgesehen ist. Ich habe ja ausdrücklich davon gesprochen, dass wir die Clearingstellen ausbauen wollen. Und das würde dann auch heißen, dass wir Gelder, die dafür zur Verfügung stehen, nutzen wollen, um natürlich eine bessere Flächenabdeckung auch in ganz Hessen hinzubekommen. Frau Heimer, jetzt muss ich Sie noch mal fragen, haben Sie noch eine Nachfrage? Okay, die nächste dann. Okay. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Das ist die Frage 789 und ich darf Frau Abgeordnete Heimer das Wort geben. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich frage die Landesregierung, wie weit sind Sie Ihrem Ziel mit einer 1:1-Betreuung bei Geburten durch Hebammen inzwischen gekommen? Herr Staatsminister Klose, Sie haben das Wort. Frau Abgeordnete, um eine 1:1-Betreuung bei Geburten durch Hebammen sicherzustellen, ist entscheidend, dass ausreichend Hebammen in der klinischen Geburtshilfe arbeiten. Um mehr Hebammen für die klinische Geburtshilfe zu gewinnen, ist dieses Jahr das Modellprojekt Kreißsaal, Wiedereinstieg in die klassische Geburtshilfe, im Bürgerhospital in Frankfurt am Main gestartet, das von meinem Ministerium gefördert und begleitet wird. Das Projekt verfolgt einen nachhaltigen und langfristigen Ansatz, bereits ausgebildete Hebammen dauerhaft wieder für die klinische Geburtshilfe zu gewinnen. Deshalb wird von Beginn an das gesamte Team der bereits bestehenden Geburtshilfe einbezogen. Zusätzlich werden die Wiedereinsteigerinnen während des 12-wöchigen Wiedereingliederungsprogramms eng begleitet und auf den aktuellen Stand der medizinischen Inhalte und der praktischen Abläufe in der klinischen Geburtshilfe gebracht. Bereits nach der ersten Informationsveranstaltung haben sich schon einige Hebammen für das Projekt gemeldet. Wir sind nach diesen ersten Erfahrungen zuversichtlich, dass das Projekt dazu führen wird, Hebammen wieder in die klinische Geburtshilfe zurückzuholen. Parallel dazu haben wir das Konzept hebammengeleiteter Kreißsaal in Hessen erarbeitet. Es wurde unter Beteiligung aller relevanten AkteurInnen rund um die Geburtshilfe entwickelt und enthält die wichtigsten Aspekte zur Umsetzung eines hebammengeleiteten Kreißsaals in Hessen.
Durch die Orientierungshilfe und die geplante finanzielle Förderung soll die Motivation der Geburtshilfen in Hessen erhöht werden, hebammengeleitete Kreißsäle zu implementieren. Durch dieses Angebot wird den Bedürfnissen der Hebammen nach mehr Wertschätzung, Arbeit auf Augenhöhe und Fokus auf ihre Kernkompetenzen Rechnung getragen. Vielen Dank. Es gibt eine Nachfrage von Frau Abgeordnete Böhm. Ja, danke sehr, Frau Präsidentin. Danke für die Antwort. Ich denke, auch die hebammengeleiteten Kreißsäle sind ein gutes Projekt. Aber ich frage mich, warum dieses dann nicht auch in Dillenburg zum Tragen kam, wo jetzt die Geburtsklinik zum Ende des Jahres schließen wird. Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Sie fragen sich oder mich? Ah, okay. Frau... Ja, weil Sie gesagt haben, Sie fragen sich, Entschuldigung. Frau Böhm, der Hebammen, also Sie kennen die Umstände, die dazu geführt haben, dass die Klinik in Dillenburg die Geburtshilfe schließen musste. Das hatte im Wesentlichen laut Auskunft des Trägers damit zu tun, dass nicht hinreichend Belegärzte zur Verfügung gestanden haben. Das Konzept des hebammengeleiteten Kreißsaals wird jetzt diskutiert und steht dann zur Verfügung. Und selbstverständlich sind alle 42 Geburtshilfen in Hessen dann angefragt, ob sie für die Implementierung eines hebammengeleiteten Kreißsaals in Betracht kommen. Möglicherweise ist es dann leider für Dillenburg zu spät. Es gibt eine Nachfrage von Frau Abgeordneten Dr. Sommer. Ja, vielen Dank, Herr Minister. Um eine 1:1-Betreuung zu erreichen, benötigen wir eigentlich eine klinische Personalbemessung, die ungefähr 60 Geburten pro Hebamme hat. Momentan sind es aber 180 Geburten pro Vollzeitkraft. Und wenn man sich anguckt, dass dass es nur 30% Hebammen gibt, die tatsächlich auch 100% arbeiten, ist da ja ein eklatanter Gap. Und meine Frage ist, welche Gründe kennen Sie, dass Hebammen ihre Arbeitszeit reduzieren? Und wie nutzen Sie diese Gründe, um es attraktiver zu machen, die Rahmenbedingungen zu verbessern, damit Hebammen, und das haben Sie ja gerade gesagt, dass Sie diese zurückgewinnen können? Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Frau Abgeordnete, individuelle Gründe sind mir natürlich nicht bekannt, aber wir wissen ja aus der intensiven Diskussion am runden Tisch, dass insbesondere die Arbeitsbedingungen bei allen Berufen, die wir im weitesten Sinne auch zu den sozialen Berufen zählen dürfen, und ich denke, das kann ich in diesem Fall hier auch tun, die Arbeitsbedingungen, also sowohl strukturell, organisatorisch als auch monetär eine wesentliche Rolle spielen. Nach wie vor ist die Problematik der Versicherung eine relevante in Bezug auf Hebammen. Und wir sind, und dafür ist der runde Tisch wirklich ein echter Fortschritt, tun sehr gut daran, die Diskussion und den Diskurs zwischen den unterschiedlichen AkteurInnen, die an der Geburtshilfe beteiligt sind, auch voranzubringen. Meines Erachtens gelingt das und deshalb entstehen auch jetzt solche Projekte, die dann von allen mitgetragen werden. Vielen Dank. Es gibt jetzt eine Vielzahl von Nachfragen. Das Problem ist aber, es darf nur noch die Fragestellerin eine weitere Frage stellen, weil schon zwei weitere Abgeordnete die Fragen gestellt haben. Deswegen, Frau Heimer, darf ich fragen, haben Sie noch eine Nachfrage? Ja, dann gebe ich Ihnen jetzt noch mal das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Also in Dillenburg gibt es ja 3 Gynäkologen. Warum wird dann die Klinik trotzdem geschlossen? Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Frau Heimer, diese Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Die müssten Sie an den Träger der Klinik richten. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur Frage 790. Und ich darf Frau Abgeordnete Kuhler das Wort erteilen. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich frage die Landesregierung, welche Maßnahmen ergreift sie, um auf die erschreckenden Ergebnisse der Trendstudie Jugend in Deutschland Winter 2022-23, wonach 25% der Jugendlichen mit ihrer psychischen Gesundheit unzufrieden und 16% sich hilflos fühlen, zu reagieren?
Herr Staatsminister Klose, Sie haben das Wort. Verehrte Frau Abgeordnete, die Trendstudie, die Sie genannt haben, reiht sich in eine Vielzahl wissenschaftlicher Untersuchungen zum Lebensgefühl und zu den Bedürfnissen von Kindern, Jugendlichen und jungen Menschen, insbesondere angesichts der Auswirkungen der Corona-Pandemie und der aktuellen Krisen ein. Diese Untersuchungen liefern uns wichtige empirische Daten zur Lebenslage von Kindern und Jugendlichen und finden selbstverständlich Eingang in die Politikgestaltung. Wichtig ist uns aber auch, vor allem nachhaltige Maßnahmen zu entwickeln und entsprechende Impulse zu geben. Wir wissen aus vielen wissenschaftlichen Untersuchungen und auch aus den Rückmeldungen, die wir von Verbänden und Jugendlichen selbst bekommen, dass Kinder und Jugendliche sich angesichts der aktuellen Lage verunsichert, teils sogar hilflos fühlen. Das führt zu der Frage, wie man die Widerstandsfähigkeit von Kindern, Jugendlichen und jungen Menschen stärken kann. Auch dazu gibt uns die Wissenschaft zahlreiche Antworten. Resilient ist, wer die Opferrolle verlassen und so Selbstwirksamkeit und Eigenverantwortung erleben kann. Großen Einfluss darauf hat auch das soziale Netzwerk, also Eltern, Familie und FreundInnen und ob es gelingt, ein solches Netzwerk aufzubauen und zu pflegen. Gerade für junge Menschen sind Gleichaltrige eine extrem wichtige Bezugsgruppe. Deshalb wollen wir diese Faktoren stärken, um Kinder und Jugendliche auch für schwierigere Zeiten stark zu machen und in ihrem Weg zu unterstützen. Wichtige Instrumente dafür sind die klassische Jugendarbeit und die außerschulische Jugendbildung, die wir durchgehend durch vielfältige Maßnahmen fördern. Angebote der Jugendarbeit bieten jungen Menschen Freiräume zur Entfaltung. Sie übernehmen Verantwortung, erleben dadurch Selbstwirksamkeit und verbringen frei verfügbare Zeit mit Gleichaltrigen. Wir begrüßen daher sehr das Bundesprogramm Aufholen nach Corona. Die dort zur Verfügung gestellten Mittel für Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und Freizeitmaßnahmen haben wir den Jugendämtern und Jugendverbänden unkompliziert zugewiesen, da die tatsächlichen Bedarfe vor Ort am besten bekannt sind und niedrigschwellig Maßnahmen umgesetzt werden können. In Hessen haben wir außerdem ermöglicht, die Laufzeit des am 31. Dezember endenden Programms bis Ende August 2023 zu verlängern. Im Laufe der Legislaturperiode wurden auch die sogenannten Glücksspielmittel, mit denen wir die Angebote der Jugendarbeit und der außerschulischen Jugendbildung in Hessen fördern, um insgesamt 20% erhöht. Kommunen, Jugendverbände und sonstige Träger der außerschulischen Jugendbildung erhalten nunmehr jährlich Mittel in Höhe von rund 10,5 Millionen Euro. Um unsere Datenbasis zu präzisieren, haben wir im vergangenen Jahr die Ergebnisse der JUKO-2-Studie nach den hessischen Datensätzen auswerten lassen. Es ist wichtig, dass Kinder und Jugendliche an politischen Entscheidungen, die sie unmittelbar betreffen, beteiligt werden. Aktuell läuft das Landesaktionsprogramm Partizipation mit einem Fördervolumen von insgesamt 1,6 Millionen Euro, in dem wir unter anderem den Ausbau von Partizipationsstrukturen in mehreren Kommunen fördern. Anfang November fand unsere jährliche Beteiligungstagung für Jugendliche aus stationären Einrichtungen statt. Neu gestartet haben wir im Herbst das Jugenddialogprojekt Lass mal reden in Kooperation mit der Landesstiftung Miteinander in Hessen. Im Dezember findet der nächste HOP-Landesjugendkongress hier im Landtag statt und wir wollen dieses Format verstetigen. Angelaufen ist in diesem Jahr auch das Kinder- und Jugendrechte-Monitoring. Wie bei der Entwicklung des Konzepts wird es intensiv von VertreterInnen der betroffenen Gruppe begleitet. Also von Mitgliedern des Landesheimrats und der LandesschülerInnenvertretung als ExpertInnen ihrer Lebenswelt und auch bei der Gestaltung der Ombudsstelle nach § 9a SGB 8 haben sie sich eingebracht. Deshalb haben wir 5 von ihnen vor kurzem stellvertretend sogar die Auszeichnung Menschen des Respekts verliehen. Vielen Dank. Es gibt eine Nachfrage der Fragestellerin. Frau Abgeordnete Kuhler, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich würde gerne nachfragen, es gab ja schon mal einen Landesjugendkongress HOP, der vom Landesjugendring organisiert wurde. 2019 war der, glaube ich. Deswegen meine Frage an die Landesregierung. Welche Maßnahmen, die in dem ersten Landesjugendkongress gefordert und aufgeschrieben wurden, wurden denn von der Landesregierung umgesetzt? Herr Staatsminister Klose, Sie haben das Wort. Frau Abgeordnete, ich erinnere mich auch noch sehr gut an diesen Kongress, dessen Schirmherr ich sein durfte. Und das war auch der wesentliche Grund, warum wir gesagt haben, wir wollen diese Landesjugendkongresse verstetigen. Es ist eine Vielzahl von Impulsen
von diesem Kongress ausgegangen. Diese Impulse haben Niederschlag gefunden, sowohl in der Umsetzung der Arbeit des Ministeriums als auch der Arbeit der Beauftragten für Kinder- und Jugendrechte, aber auch in Anträgen und der politischen Arbeit der unterschiedlichen Landtagsfraktionen. Vielen Dank. Als nächstes hat Frau Dr. Sommer das Wort für eine Nachfrage. Ja, vielen Dank, Herr Minister. Ich glaube, es gibt viele belastbare Studien, dass es Jugendlichen nicht gut geht. Und wir wissen auch, dass es Engpässe bei der psychotherapeutischen Versorgung gibt. Meine Frage ist, es gibt ja einen Arbeitsausschuss psychische Gesundheit vom gemeinsamen Landesgremium nach Paragraph 90a SGB 5. Gibt es da denn Vorschläge, wie man die Versorgungsmöglichkeiten verbessern kann? Vielen Dank, Herr Staatsminister. Sie haben das Wort. Liebe Frau Sommer, ja, das 90a-Gremium hat auch kürzlich erst wieder getagt, aber ehrlicherweise, es gibt keinen Kontext zu der Ursprungsfrage an dieser Stelle. Von daher kann ich Ihnen jetzt auch nicht die Vorschläge, die dort entstanden sind, aus dem Kopf sozusagen vortragen. Und zu einer letzten Nachfrage darf ich Frau Abgeordnete Kuhler das Wort geben. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Eine abschließende Frage zu dem Themenkomplex. Mich würde die Einschätzung der Landesregierung interessieren, inwiefern eigentlich der Schlüssel von Schulpsychologinnen und Schulpsychologen auf Schülerinnen adäquat ist angesichts der, der Ergebnisse dieser Trendstudie. In Hessen haben wir 6.300 Schülerinnen und Schüler auf einen Schulpsychologen. Die KMK, die Kultusministerkonferenz, hatte sich 1974 auf einen Schlüssel von 1 zu 5.000 geeinigt. Wie finden Sie das adäquat angesichts der Ergebnisse der Trendstudie? Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Frau Abgeordnete, es wird Sie nicht wundern, dass ich mir keine Einschätzung dazu erlaube, was in dem Ressort, in der Ressortverantwortung anderer Kollegen liegt. Das ist weder in die eine noch in die andere Richtung zu interpretieren. Vielen Dank.